willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal Lebensart. Und zwar befinde ich mich in Bukarest, denn wir haben als neues Wanderziel uns die Karpaten ausgesucht, und zwar in den Karpaten Transsilvanien. Und da werden wir morgen hinfahren. Heute werden wir noch einen Tag in Bukarest verbringen und morgen in aller Früh geht es mit dem Zug los Richtung Karpaten und ab da beginnt dann unsere Wanderung. Ja, erstmal viel Spaß mit dem Video. Wir sind jetzt mit dem Zug vom Flughafen zum Hauptbahnhof gefahren. Ja, ist schon alles recht rustikal hier, muss ich sagen. Sind jetzt zu unserer Pension, wo wir heute übernachten, weil morgen früh geht es ja dann erst los nach Zarnesti. Und ja, wir werden uns jetzt noch ein bisschen Bukarest angucken, was essen gehen, schon mal Proviant für morgen holen. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen hier das Ganze an. Ja, also die Standards in Deutschland sind es jetzt nicht, sagen wir es mal so. Die Stadt Bukarest wurde nach einer Legende nach dem Hirten Bukur begründet und das Ganze bedeutet so viel wie glückhaft oder glückhafte Freude und der Stadtname als solches soll daher Du bist froh bedeuten. Die Stadt selbst wurde von Vlad Tepes, der unter dem Beinamen Dracula bekannt ist, erstmals erwähnt in einer Urkunde. Bukarest war Hauptstadt der Walachei und hat dort auch immer wieder mit verschiedenen Invasionen und Invasoren zu tun gehabt, unter anderem mit dem Osmanischen Reich oder auch nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Sowjetunion. Am 24. Dezember 1861 bildete sich das Fürstentum Rumänien, was im Jahr 1878 nach dem Berliner Kongress zum Königreich Rumänien wurde. Bukarest selbst wurde dabei zur imperialen Stadt umgestaltet. Bukarest selbst hat sich daher sehr am Westen Europas, speziell an der Modernisierung, war Preußen Ideen- und Techniklieferant. Auch heute sehen wir noch viele Baustile, die an das Preußentum erinnern, auch nach den schweren Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg. Heute ist Rumänien Mitglied der EU und auch gleichzeitig eines der ärmsten Länder in der EU, was auch auf die Hauptstadt Bukarest ausstrahlt. Ja, wir sind jetzt in der ganzen Zeit schon in Bukarest unterwegs und ich muss offen sagen, ich war schon in einigen Städten so in Europa gewesen, aber Bukarest ist von der Art und Weise, also zwischen irgendwie kompletten Verfall und irgendwie kulturellen Sehenswürdigkeiten, Puffstraße, Kneipenviertel, irgendwie alles gefühlt in einer Innenstadt, muss man erstmal sacken lassen, also ist schon gewöhnungsbedürftig, sage ich mal ganz offen, ohne über die Stadt jetzt irgendwie ablästern zu wollen, aber ob ich das jetzt so jemandem empfehlen würde als Urlaubsziel Bukarest selbst, weiß ich nicht. Also naja, muss man wohl mögen. Aber wie gesagt, gibt hier auch wunderschöne Sachen mit Sicherheit. Aber wenn man da halt zwischendrin gefühlte Slum-Gebäude sieht, ist das irgendwie sehr merkwürdig. Ja, einen schönen guten Morgen. Wir sind jetzt, ja, 5.45 Uhr haben wir es zufällig, auf dem Weg nach Zarnesti, also hier zum Hauptbahnhof in Bukarest. Hatten wir uns ja gestern die Stadt etwas angeguckt gehabt und jetzt fahren wir Richtung Karpaten, von da aus geht's dann los in die Berge. So, wir sind jetzt in Brasov, steigen jetzt in diesen Zug ein und fahren bis Zarnesti und dann, ja, sind wir da. Dann geht das Wandern los. Ja, der Express hier ist noch mit Tür offen, kein Problem. Also, die ersten Kilometer aus der Stadt von Zarnesti nehmen wir jetzt ein Pferdefuhrwerk, wenn man es so nennen kann. Es bildet die Stadt Bukarest ab als Hängerform. Traut mich aufzustellen? Ja, ich mach. Dip und Gip ist hier. Ja, wir haben uns natürlich nicht den ganzen Weg aus der Stadt rausfahren lassen, sondern sind dann abgestiegen, als der Bauer uns hier an einer Kreuzung abgesetzt hat und laufen natürlich den Rest aus der Stadt raus und dann geht's auf den Wanderweg.
Ja, und links von mir jetzt gleich seht ihr unser Tagesziel, beziehungsweise erstmal den ersten Gipfel, auf den es heute rausgeht. Und wir schlafen dann in der Nähe von einer Hütte, einer Wanderhütte, die dort dann in der Nähe hinter diesem Gipfel ist, den ihr ja gleich seht. Ja, wir sind jetzt aus Zanesti raus und laufen Richtung, ja, erstmal Landstraße relativ weit und dann geht's bergauf bis zu diesem Gipfel, den wir dahinter sehen. Ist noch ein Stückchen, ich schätze, dass wir noch 10 Kilometer erstmal Landstraße laufen müssen und dann geht's bergauf. Ja, also als Entschädigung zu Bukarest ist das wirklich jetzt schon, obwohl wir noch gar nicht hoch sind, also beziehungsweise noch gar nicht hochlaufen, eine schöne Entschädigung. Also eine wirklich schöne Landschaft, kann man sagen, wie es ist. Manche, die mein Ausrüstungsvideo gesehen haben, was ich vor der Wanderung veröffentlicht habe, oder bei der Wanderung veröffentlicht habe, besser gesagt, ja, der Rucksack hat sich geändert, wie ihr seht. Bin von dem Deuter weggekommen, doch zum Mission Pack von, zum Weight Pack, entschuldigt. Bin zum Weight Pack zurückgekommen von Tasman in Tiger, weil es doch auch gerade wegen der Kameraausrüstung und so weiter sich mit den Seitentaschen doch weitaus besser macht. Ja, Temperatur. Ein bisschen über 20 Grad haben wir gerade. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ich glaube so 11 Uhr, halb 12 rum. Wir sind heute Morgen, habt ihr im Video jetzt gesehen, von Bukarest nach Zanesti gefahren. 6 Uhr früh los. Und ja, jetzt bin ich gespannt. Die Mittagssonne wird jetzt dann schön braten. Aber der Gipfel, da seht dann, ist noch etwas entfernt. Aber gut, schaffen wir. Wir verlassen jetzt endlich die Landstraße nach knapp 11 Kilometern und jetzt geht es hier bergauf und das wird ordentlich Höhenmeter bedeuten, also knapp 1400, wenn ich es richtig gesehen habe. Werden wir mal losschießen. Ja, wir hatten jetzt eine längere Mittagspause gemacht, knapp ein Stündchen und
befinden uns jetzt bei Höhenmetern und zwar geht es jetzt erstmal hier über Wiese und Feld. Nee, nur Wiese. Und dann, ihr seht es vielleicht im Video, da oben ist die Kammüberquerung ungefähr. Da müssen wir über den Bergkamm rüber und das sind ja knapp 1300 Höhenmeter, die wir noch hoch müssen. Wird sportlich. Wir haben knapp 500 Meter von 1300 jetzt, glaube ich, geschafft. Ja, ist interessant, sagen wir mal so. Ist eine neue Erfahrung. Aber ich habe ja gute Kameraden, denen ich die Sachen abnehme, dass ich jetzt die Sachen für die trage, weil die kommen halt nicht voran. Und nein. Ich bin ehrlich, ja, ich habe mein Schlafsack jetzt schon mal abgegeben und mein Trinken. Ja, ist interessant. Also, da ich nicht rauche, schiebe ich es nicht auf Rauchen, sondern auf andere körperliche Mankel. Andere körperliche Makel. Ja, weiter. Jeder Qual kommt natürlich dann das Schöne, man ackert hier hoch und ja, war nicht ohne, muss ich sagen, bin auch körperlich nicht fertig, aber zumindest 3% sind von Energiereserven weg. Nein, also war schon ordentlich, wir sind glaube ich jetzt 550 Meter hoch, also knapp die Hälfte der Höhenmeter, die wir haben, aber hinter uns steckt, wo ist jetzt auf jeden Fall, muss ich aufpassen, eigentlich alle Filme, alle verpixeln, die Wand, wo es hochgeht, also da bin ich jetzt gespannt drauf und hinter uns, ihr seht da hinten, das Dörfchen, von da sind wir gekommen, da hatten wir unsere Pause gehabt und da sind wir hoch. Und jetzt, ja, Kaffeepause. Trinkt mal keinen Kaffee, aber die anderen. So, nächster Gipfel, Gipfel, gut gesagt, nächster Zwischengipfel. Der Gipfel kommt, aber wir kommen immer näher. Wahnsinn, einmaliges Erlebnis. Drei Bären haben wir umgebracht, die kamen uns zu blöd. Ja, Hammer. Aber anstrengend ist er trotzdem.
Geht halt wirklich gefühlt im 45-Grad-Winkel hier bloß noch hoch. Ja, tatsächlich haben wir jetzt ein bisschen Schnee gefunden, den wir überqueren müssen. Ich hoffe, das ist keine Lawine, die jetzt loslöst. Echter Spaß, also höhenmetermäßig wirklich. Ich bin gut fertig, aber macht echt Laune und die Aussichtsorte, die sind halt das, was es denn wirklich ausmacht. Vorsicht! Den halte ich nicht auf der Kamera, Mist! Nochmal! Ja, wir machen weiter. Ja, ist nicht ganz ohne die Strecke, sage ich ganz offen. Sag, wenn du durch bist. Das macht Geräusch, ey. Ja, ich merke schon. Mann. Ja, weiter geht's. Wir sind jetzt hier auf der nächsten Höhe bei 1700 Metern Höhen, also 400 Höhenmeter haben wir knapp noch. Ja. Und geht weiter hoch. Wie ihr da seht. Also ist schon ein Wahnsinnsweg. Anstrengend wie Sau, aber auch schön. Das hört sich nicht gut an. Ja. Wir sind alpin wieder ein bisschen bergab und dann geht es wieder bergauf gleich, voll voran. Da unten ist wieder ein Schneefeld. Und ein lustiges Lied auf den Lippen. Dam, dam. Wir sind jetzt auf dem Gipfel angekommen. Ich hatte ein-, zweimal Todesangst, muss ich sagen, wie es ist, und übel.